Ja, hallo, heute die nächste App oder das nächste Tool. Und zwar zeige ich mal, wie man ganz einfach eine Soundaufnahme machen kann. Dafür gibt es natürlich auch wieder eine Standard-App. Die nennt sich Sprachrekord. Man kann das entweder über die Suche machen, einfach mal Sprach eingeben, dann kommt er schon. Oder man kann auch, wenn man jetzt sagt, ich lösche erstmal die alte Aufnahme, die man nur noch sieht. Wenn man hier drüber geht, sieht man dann im Prinzip Steuerung und R. Das ist eben der Shortcut dafür. Und ich beginne jetzt einfach mal mit der Aufnahme. Und da sieht man schon, also wirklich sehr übersichtlich die ganze Sache. Hier kann ich dann noch einen Marker, also einen Meilenstein hinzufügen, wenn ich mir an irgendeiner Stelle etwas merken möchte oder irgendetwas Besonderes markieren möchte. Hier unten bekomme ich dann die Zeit angezeigt. Wenn ich dann fertig bin, zwischendrin eine Pause gemacht habe, wie auch immer, drücke ich einfach auf Stopp. Und schon bin ich fertig mit der Aufnahme. Diese wird dann hier oben gespeichert. Hier habe ich dann noch Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Hier kann ich mir auch den Speicherort anzeigen lassen, also die gespeicherte Datei an und für sich mir zeigen lassen. Und generell gibt es hier unten dann noch Möglichkeiten, da kann ich dann das Video kürzen, also Sachen wegschneiden. Hier kann ich es wieder löschen, umbenennen und hier gibt es noch ein paar weitere Einstellungen. Gerade für die Mikrofoneinstellungen, also je nachdem, ob man das Mikrofon braucht oder den internen Sound. Das kann man dann hier alles einstellen. Ja, das war es auch schon wieder gewesen. Ich denke mal, auch ganz nützlich und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.